Willkommen zu Hello Neighbor 2. Nicht die Vollversion, sondern die Beta im Playtest. Wir haben die Alpha bereits gespielt. Wir haben uns auch das spannende Ende von der Alpha gemeinsam angeguckt. Und jetzt spielen wir gemeinsam die Beta. Ich bin wahnsinnig auf die Vollversion gespannt. Und wenn ihr mich ein wenig unterstützen wollt, ihr wisst ja, wie es geht. Einfach nur eine kleine Bewertung dalassen. Auf geht's mit einem neuen Spiel. Ich bin ja mittlerweile so ein richtiger Undercover-Neighbor, ne? Also wir sehen aus wie er, aber wir gehören der Presse an. Ich habe so die Theorie, ich glaube, der Nachbar ist in Wirklichkeit Kreis von Kreis Industries. Oder? Ich meine, sein Verhalten passt doch absolut zu Kreis. Kinder entführen. Unschuldige Kinder entführen. Okay, was sehen wir hier? Der Vogelmundmann. Dann sehen wir hier eine Kinderattrappe und dann mit der Kamera ein Foto machen, wie er die Kinderattrappe verschleppt. Und schon habe ich die Story des Jahrhunderts. Okay, was ist das hier? Mein Hauptquartier? Maus. Ja gut, hier kann ich anscheinend nichts machen, denn mir fehlt der Schlüssel. Uns fehlt der Schlüssel. Was können wir hier machen? Bretter sind im Weg. Okay, da oben hängt meine Kamera. Gott sei Dank bin ich nicht auf die Heugabel gefallen, denn sonst wäre das Ganze sehr unschön für mich geworden. Kann ich hier rüber? Ja, da ist der Schlüssel. Okay, wir lernen erstmal so ein bisschen die Steuerung kennen. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange die Beta geht. Die Beta bekommen alle, die das Spiel vorbestellen. Kabams! Und schon ist die Tür offen und schon kommen wir hier durch. Okay, Kreis Industries. Ich bin dir auf den Fersen. Ah, wir können uns sogar hochziehen. Hier gedrückt halten und wir öffnen hier so ein Fenster. Okay, ich muss sagen, die Steuerung ist wieder super mega clumsy. Schmeißen können wir Sachen auch. Können wir die Kamera auch irgendwie benutzen? Ah, es funktioniert. Alright. Okay, wir können die Kamera auch benutzen. Und hepp. Erstmal schön hier die Beine gebrochen. Ich dachte eben ganz kurz, da auf dem Boden wäre Blut. Er springt da runter, bricht sich die Beine und spuckt Blut. Habt ihr es gesehen? Da war er doch eben gerade, der Vogelmundmann. Legenden sind alle wahr. Irgend so eine Vogelhöllenausgeburt aus den Forschungslaboren von Kreis Industries. Wow, 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 wow. Ah, verzieh dich. Ich wollte gerade die Kamera in die Fresse werfen, Vogelmann. Vogelmundmann? Er ist weg. Oder auch nicht. Okay, was zur Hölle ist passiert? War das alles nur ein Traum? Ich bin auf jeden Fall süchtig nach Kaffee. Thank you.
Okay, wir sind diesmal nicht nur bei irgendeinem alten Bretterhaus, sondern wir sind hier in der ganzen Stadt. What? Wow, 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 hey, 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 Vogelmann. Sumeum. Museum? Ist das da vorne ein Museum? Okay, der Vogelmann lässt mich anscheinend nicht gehen. Kann das sein? Vermisste Kinder. Alles ist merkwürdig geschrieben. Sehr, sehr weird. Und da vorne ist die Polizei. Ist das das Haus des Nachbars? Oder was ist da drüben passiert? Wir alle wissen, die Polizei arbeitet auch in der Regel für Christ Industries. Infos. Wie komme ich an die Infos ran? Tab oder sowas? Ich weiß es nicht. Jetzt haben wir hier eine Karte. Okay, Kinder, die vermisst werden. Der Nachbar, Mr. Jefferson. Und das da drüben soll wohl sein Haus sein. Dann haben wir hier ein Radio, das nicht funktioniert. Ein Computer, der nicht funktioniert. Die Tiere aus dem Wald werden auch vermisst. Gott, die Sau macht aber auch wirklich von niemandem mehr Halt. Ja, kranke Psychopath. Ja, hier ist eine... Boah, hier ist ein Loch im Boden. Wow, 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 wow. Okay, Birdman sorgt dafür, dass ich auf die richtige Spur komme. Sobald ich jetzt hier gerade irgendwie vom Weg abweiche, schnappt er sich den Dude und zieht ihn wieder zurück. Also hier sind Häuser abgesoffen. Kann man schwimmen? Kann man tauchen gehen? Also man sieht schon, die Karte ist recht groß mit vielen Häusern und vielen interessanten Locations, die man allesamt entdecken kann. Was ist das hier? Ich denke, wir müssen hier hin. Das könnte der Wendehammer sein. Okay, hier oben darf ich mich aus irgendeinem Grund aufhalten. Da hinten aber nicht. Eine Taschenlampe oder sowas besitzen wir auch nicht. Achtung, Vorsicht. Hep. Na, guck mal, das wird das hier sein. Das hier drüben, wo die Polizei steht, ist das Haus von Mr. Jefferson. Vogelmundmann. Jetzt lass mich ja in Ruhe. Kann ich mir noch eine Brezel holen? Ich hätte gerne Breze. Nein! Okay, Brezel ist auch verboten. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Keine Brezeln für mich. Verdammt, ist der nervig. Okay, anscheinend müssen wir hier hin. Frontal rein, oder? Kommt der Vogel? Und der Vogel kommt. Nee, wir müssen wirklich... Wow. Hab mich hier wieder hingeworfen. Wir müssen wirklich zu dem Haus, wo die Polizei ist. Da führt kein Weg dran vorbei. Vogelmundmann sagt, du musst. Obwohl da drin irgendwas ist. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich meine, das Spiel war ja immer so aufgebaut, dass man quasi auf eigene Faust alles erkunden muss. Wow. Hey, 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 ich will keinen Ärger. Ey, jeder schmeißt mich hier raus. Ich bin echt nicht gern gesehen. Komm, hopp, geh rein. Okay, was hat der vor? Wie komme ich da am besten rein? Wie kann ich schleichen? So. Ich muss einfach gucken, dass ich mich da irgendwie reinschleiche. Oder kann ich mich vielleicht von oben? Psst. Oh, der hat einen Schlüssel. Der Dude hat einen Schlüssel. Okay, wir machen hier zu. Tabletten. Absolutes Nachbarverhalten. Was ist das denn hier? Eine 2. Beweis. Und eine 6. Und eine 5. Ich dachte erst, das wäre so ein Schildchen, um die Hinweise zu markieren. An einem Tatort. Für Indizien, Beweise und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine, ne? Bob der Bulle. Okay, ich bin im Badezimmer drin. Bob der Bulle steht da hinten.
Der hat einen Schlüssel. Aber wohin müssen wir da mit dem Schlüssel? Das ist die große magische Frage. Wahrscheinlich hier rein, ne? Es könnte... könnte potenziell ein Weg sein. Okay, wir können uns auch im Schrank verstecken. Ah, alternativer Weg gefunden. Tja, Gott sei Dank haben die Wände überall Löcher, ne? Das ist mein Vorteil. Okay, ich muss an diesen Schlüssel irgendwie ran. Vom alten Bobby. Erstmal schauen, wie läuft er denn so? Okay, darauf reagiert er nicht. Jetzt fummelt er hier rum. Er hat einen Donut. Da freut er sich. Nom, 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 nom. Ah, immer schön die Krümel aus dem Schnauzer rausbürsten. Ich versuch's. Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich besitze einen Schlüssel. Oh, hier oben ist mega dunkel. Ich sehe gar nichts. Wow, bin ich eben gerade durch den Boden geglitscht? Ich brauche Licht. Die Lampe hier drüben. Ist aber, die funktioniert aber nicht. Wow, what? Ist da wirklich überall Löcher im Boden? Okay, ich habe jetzt diesen Schlüssel, aber wohin? Hä? Was ist hier los? Wo bin ich jetzt? Bin irgendwie durch den Boden geglitscht. No! Ich bin in der Zwischenwelt gefangen. Bobby, hilf mir! Was ist das denn? Oh nein! Toll, was mache ich jetzt? Ich bin gefangen. Ja, ich habe es mal wieder geschafft, ne? Einfach der beste Spieler aller Zeiten. Das Image, das kann mir niemand mehr nehmen. Cool. Kann mich irgendjemand bitte hier aus diesem verdammten Loch holen? Fortsetzen. Geil, Mann. Absolut geil. Hier, zack. Ich habe den Schlüssel. Aber ich stecke... Bobby! Officer Bobby! Wenn Sie mich hören, bitte holen Sie mich aus dem verdammten Erdloch! Journalist gefangen! Bitte! Tja, Officer Bobby konnte mich leider nicht retten, also muss ich eben nochmal neu starten. Und jetzt bin ich hier draußen vor der Tür und versuche mein Glück erneut. Dabei lief es eigentlich so verdammt gut, ne? Okay, wo lungert der rum? Hier, er schmatzt wieder an seinem Donut. Ich kann den Schlüssel nicht nehmen. Ich kann ihn nicht nehmen. Oh. Mist. Ja, super. Ja, du hast mich rausgeworfen, Officer Bobby. Du bist der Held. Ich konnte den Schlüssel eben gerade nicht nehmen. Okay, wenn er den Donut isst, dann habe ich eigentlich die perfekte Chance. Ja, er schnappt sich hier wieder den Donut. Eigentlich hat man genügend Zeit. Wenn man sich den Schlüssel nehmen kann. So. Und die hat's gemerkt. Wie? Er war doch beschäftigt hier mit seinem verdammten Donut. Okay, wenn ich den Schlüssel mir schnell schnappen kann, haben wir eine gute Chance. Hab ich nicht gesehen. Okay, wir gehen hier rein. Wenn er das nicht hört, ne? Eigentlich voll laut. Wir reißen hier so einen Schrank auf. Stampfen da rein. So, langsam, langsam, langsam. Ich krieg ihn wieder nicht. Das Symbol kommt und geht und kommt. Ich krieg den Schlüssel nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht funktioniert. Jetzt steht er hier. Jetzt untersucht er gleich wieder den Donut.
Es ist nicht möglich, diesen Schlüssel zu holen. Immer wenn ich die Taste drücke. Oh, 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 ich kann aber hier rein. Nein! Infos! Aber Bobby ist im Nacken. Oh. Ich mach die Tür zu. Ich bin im Keller drin. Alter, warte mal. Das ist ein Kostüm. Vogelmundmann. 1224. Was bist du denn? Ein Brett. Ich wollte eigentlich dich hier. Okay, wir haben die Crowbar. Auf Tab kann ich in mein Inventory. Ah, Tab gedrückt halten. Aber wie komme ich denn an meine Uhr ran? Informationen von der Uhr. Gar nicht laut. Okay, wir hatten ja auch auf dem Dachboden eigentlich ein Brett im Weg. Vielleicht habe ich mich da irgendwie durchgeglitscht. What the hell? Ein Kindergrab? Was zur Hölle? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich brauche mein Brecheisen. Das Spiel ist schon mal sehr, sehr verwirrend. Was bist du denn? Ach, für die Kameras. Stimmt. Und hier ist eine Kamera. Jetzt haben wir den verdammten Schlüssel nicht. Und den brauchen wir unbedingt. Ist jetzt die Polizei weg? Hat Bobby den Schlüssel wieder mitgenommen? Okay, die Polizei ist noch da hinten. Und vielleicht können wir jetzt auch hier hin. Ja, wir dürfen rein. Ey! Ey, du! Hi! Was? Warum denn? Warum hasst mich denn jeder hier in der Gegend? Ich bin zahlende Kundschaft, ja? Jetzt werde ich auch noch vom Vogelmann unsittlich berührt. Okay, jetzt lässt er mich wieder nicht rein. Eben gerade konnte ich rein und jetzt sagt er, nee. Du darfst da nicht rein. Hier darfst du nicht rein. Okay, vielleicht brauchen wir noch den Schlüssel. Und ich will hoch auf den Dachboden. Okay, Mr. Bobby ist noch hier. Jetzt warten wir ganz kurz. Er geht rüber, ist immer noch abgelenkt. Ah, ist wieder diese Situation, dass ich an den Schlüssel nicht greifen kann. Die Hitbox ist irgendwie verbuggt. Okay, wir gehen noch ganz schnell auf den Dachboden. An sich finde ich Hello Neighbor immer super spannend, weil man so viel machen und entdecken kann und auch diese ganzen kleinen schmutzigen Geheimnisse. Das ist schon alles sehr, sehr interessant. Das kann ich einfach so wegnehmen, das Brett. Aber der Dachboden ist verglitscht. Nee. Absoluter Glitschboden. Keine Ahnung, was mit dem Dachboden nicht stimmt, aber... Aber nö. Gefährlich hier oben. Ich laufe jetzt hier mal so durch, aber ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Ist auf jeden Fall super dunkel hier. Wenn er das nicht gehört hat. Also Bobby mit einer der schlechtesten Cops der Stadt. Aber für was ist dann sein Schlüssel gut? Für was ist wohl der Schlüssel von Bobby gut? Was hat es mit der alten Brezeldame auf sich? Fragen über Fragen über Fragen. Okay, er steht da hinten. Wo geht er jetzt hin? Ich kriege ihn nicht. Es gibt es doch nicht. Wie habe ich das damals hinbekommen? Wie habe ich das damals hinbekommen? Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Hello Neighbor Folge. Wir werden die Geheimnisse der Beta auch
ergründen und entschlüsseln. Lasst eine Bewertung da. Ich werde das schon irgendwie alles deichseln. Ich werde auch rausfinden, wo der Schlüssel hin muss. Und was mit den anderen Vögeln es hier so alles auf sich hat. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen. Und tschüss.